Was wollte ich sagen? Dankeschön, Delfin. Genau. Und ich bin heute auf keinen Fall gemein zum Delfin. Ich habe vorhin ein Menü zusammengestellt, was es heute Mittag zu essen gibt. Es gibt keinen Thunfisch, Delfin. Ich werde deine Verwandtschaft heute nicht aufessen. Na, vielleicht so entfernte Verwandtschaft. Heute gibt's Lachs. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Ich greife den jetzt an. There should be something left at the dock. If Och, any... I know jetzt that limitation. Sir, leave what? Quietly. Or... You've got to be joking. Don't come any closer. Der hat ja Angst. Ich kann doch nicht jemanden verprügeln, der Angst hat. Das geht doch gar nicht. Das ist doch nicht ehrenvoll. Oh mein Gott, vielleicht bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen. Das hat er nicht gemacht. Oh, ich habe ein Gefäß bekommen, aber. Und den können wir nämlich bei Venini abgeben gleich. LM10, danke fürs Liken. Herzlich willkommen. Stargazer war weiter hinten. Das heißt, ich mache jetzt erstmal weiter. Ja, das dauert, Delfin. Wenn du direkt Export machst, dann dauert das. Ich mach das ja anders. It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Ja, es geht zum Hauptquartier der Alchemisten. Ich lade ja die ganzen VODs runter. Und dann bearbeite ich die noch so ein bisschen. Und die Verarbeitung dauert dann meistens nicht so lang. Aber ich habe das auch gemerkt, also wenn du direkt Export machst, dann weiß ich warum. Warum das so ist. Hey, look. That lever resembles. Yes, it seems we can use it to call a submarine. Wir laden Sie alle zur feierlichen Taufe des neuen U-Boots der Firma Venini, der Pistris, ein. Überzeugen Sie sich selbst von der schneidigen Würde des Pistris. Der Pistris. Jaja, Delfin, ja. Muss ja. Delfin, dann bist du ja eigentlich ein, wie nennt man die? VTuber, ne? Die so Anime-Figuren nehmen als Cam-Ersatz. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. What the? Hey, it's Sophia. I am finally meeting you here. You're a clever one, so it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel Oha. Isn't really me. Plot twist. My real self is on the upper part of the Abbey. I became his tool a long time ago. I have endured... Truth is,
I guided you. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my spirit and my body. I'll grant you my power before my spirit diminishes further. If you find my body, after images of memories rage on the seaside because of Ergo. Also die Sophia im Hotel ist nicht die echte Sophia gewesen. Die Dame hat mich nur gerettet, damit ich sie rette. Frech. Hold out forever. But I'll support you. I am the daughter of Valentinus. Leader. Ambition overwhelmed him, however. Why would he do that? I don't stop him. Oh, sie ist sogar die Tochter von dem Übeltäter. The petrification disease freezes time and memory. Ergo is the purified essence of that life. When I discovered that, it opened my eyes. Simon, on the other hand, I wound back your time to protect you, so you could stand, so stop him. Delphine, dann würde ich dir aber auch Snap-Kamera mal empfehlen. Da kannst du halt ganz normal, also du bewegst dich normal, du redest normal und das Ganze passiert dann auch mit den Figürchen direkt. Das habe ich benutzt. Ich sollte mir das vielleicht nochmal einrichten. War eigentlich ganz witzig. Aber war ein bisschen performance-hungrig. I can't. Brauch noch 10.000. Aber war nichts mehr. Kann ich zum Hotel? Nö. Programm für den Chat vorlesen geht nicht mehr. Meinst du sowas wie TTS, was ich auch, oder lässt du dir komplett den Chat vorlesen? Hi. Are you trained to be a stalker too? Ein faules Delfin. Call me Lampwick. Wenn jemand schreibt, dass das vorgelesen wird, lies gefälligst selber, Delfin. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal zum Hotel. Hier liegt ja überall Zeug rum. Please teach me how to use a sword. Ugh, so annoying. Germany, get rid of them. I'm off. Bin halt eh fauler Fisch. Ich das ja nicht direkt mit, wenn jemand schreibt und ich gerade voll im Game bin. Siehst du das nicht sofort? Guck mal bei mir im Augenwinkel direkt. Sogar wenn ich hier am Rumrasen bin. Man gewöhnt sich dran, Delphine. Oh mein Gott, I'm sorry. I wish if I had known this would happen. Der kleine Junge ist gestorben. Du spürst eine Wärme.
Warum spüre ich eine Wärme? Oh, es geht wahrscheinlich da lang. Nimm das nochmal mit. Oh, da sind ein paar große Viecher. Lass mal zum Hotel. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen, TikTok. Danke für die ganzen Likes. Mega nett. Jetzt müssen wir ein bisschen quatschen mit den ganzen Leuten. Vielleicht haben die auch noch ein bisschen was. Geht ja Richtung Finale hier, wie es aussieht. Weiß ich, ob ich das heute schaffe bis 8. Glaube ich eher nicht. Außerdem haben wir jetzt auch noch eine Sidequest. Ah, looks like you've dealt with the King of Puppets used curse. I still don't know. I must find these records are like the light shines bright. I always so kryptisches Gefäß entschlüsseln. Che bello! A brand. And there we are. The device. If you ever no. So, lass mal schauen. Meine liebe Schwester, bitte verzeih deinem Bruder, dass er gegangen ist, ohne dir etwas zu sagen. Ich behalte diesen Brief, auch wenn ich nicht weiß, wann ich ihn abschicken kann. Man verfolgt mich, weil ich das größte Geheimnis von Krat kenne. Vielleicht treffe ich dich, wenn die Alchemisten aus diesem Land verschwunden sind, aber bis dahin muss es reichen, dass ich dich aus der Ferne beobachte. Ich werde dich beschützen, bis wir zumindest hier in Frieden leben können, so wie ich dich vor dem Werkstattturm gerettet habe. Es wäre schön, wenn die Menschen eines Tages die Wahrheit erfahren würden. Aber manche Wahrheiten sollte man besser ruhen lassen. Ich sah zwischen den Alchemisten nur allzu oft, wie grausam Menschen sein können. Nachdem ich all die Experimente und Albträume gesehen hatte, für die sie verantwortlich waren, glaubte ich langsam, dass es keinen Gott gab. Statt mich zu offenbaren und dein Leben zu riskieren, ziehe ich es vor, für immer zu verschwinden. Bitte denke trotzdem an mich, wenn du diesen Brief lesen solltest. Wir kamen von jenseits des großen Ozeans. Ich hoffe, dass es in deinem Leben nur Wahrheit gibt und du deinen Namen hier lässt. Ich weiß, dass die Leute dich hier Eugene nennen. Was? Aber dieser Name wird dich beschützen. Boah, ich hab Gänsehaut. Bitte vergiss bis dahin nicht deinen richtigen Namen. Dein Name ist... Was? Ich hab ihren Bruder gekillt! Nein! Das Ende der Passcode-Entschlüsselung ist beschädigt, daher nicht zu gebrauchen. Oh oh. Oh nein. Das muss ich ihr jetzt beibringen, oder was? I heard it from a recent arrival. Alidoro is dead. I know he's a fake, so it doesn't matter. Still, I wonder what happened to the real Alidoro, the one who saved me. I shudder thinking about it. Do you wonder what the real Alidoro was? Oh nein, oh nein, ich muss es ihr sagen. Ich muss ihr sagen, oh, dass ich ihren Bruder gekillt hab. What? Wait. I'm confused. What are you talking about? An older brother? This letter sounds like it could be my brother. The part where it says, "We are from across the wide ocean." It sounds foolhardy to jump to conclusions. But it also fits with what happened at the workshop tower. Sorry. It's just so sudden. I need some time to think. Warte mal, bis ich dir sage, dass ich den gekillt habe. Auf meinem YouTube-Kanal ist immer noch das alte Intro, wo ich mir mal gemacht hatte. Delphin, Randa, mach ein neues. That's a relief. Being trapped somewhere. It's the worst. Okay, gut. Ich muss es ihr nicht sagen, wie es aussieht. So, dann mal schauen. So, das kann ich jetzt nicht mehr hochpushen. Das möchte ich auch nicht haben.
at the House of Anini. Jetzt haben wir auch neue Sachen, die wir kaufen können. Aber brauchen wir ja nicht. Was ist das? Pistolensteinbohrer? Brauchen wir auch nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen Verwaltung machen hier. Wahrscheinlich das letzte Mal. Oh, verkaufen. Guck mal. Vollmondstein des Bundes. So, die Scheiße brauche ich nicht. Brauche ich nicht. ...15.000 wird nicht reichen für einen Uprank. Oh, das ist wichtig. Legion-Kaliber weg. So. Dann kurz nach oben mit den Leuten quatschen. Schauen wir mal, ob Antonia hier unten sitzt. Ne. Vicky, danke fürs Liken. Da es jetzt so Richtung Finale geht, was machen wir nach Lies of P? Danach wird es eine Nacht MW3 Story Kampagne geben. Schaffe ich wahrscheinlich auch in einer Nacht sofort. I thought it was lost. Now I truly see you are precious. Und danach ein paar Main Games, bis Motorsport rauskommt. War das hier? Nach Pulszellengebrauch Farbe laden. Das klingt gut. Ah, Delphine, richte dich nicht nach den Aufrufen. Viel wichtiger ist die Wiedergabezeit. No matter what, sir, welcome. Nee, falsch. I don't wanna talk anymore. Sie will eh nicht mit mir reden. Stufenaufstieg kann ich beim Stargazer machen. Richtig, weiter geht's. Ah, ich gehe jetzt weiter auf Damage. Das hier. Schwarzmeerküste. Es ging eh nur 12 Sekunden, egal. Jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir mal, was die Leute hier drauf haben. Eingang zur Arche Abtei. Oh nein! Ja! Ballern sie mit Kanonen auf mich, Alter, sag mal! Kanonen erstmal platt machen. Ach du Scheiße!
Aber dann kann ich wieder zum Stargazer. Und dann muss ich wieder langsam vorarbeiten hier. Ja, die spawnen eh nicht wieder. Na, hier liegt ja noch einiges rum. Ist da noch eine Kanone? Wo denn? Ach, da oben. Da auch. Und die Lampe brauchen wir nicht mehr. Was ist das hier? Spezialwiderstandsampulle. Ja. Und das. Hört her, meine Brüder und Schwestern. Ich, Pistris, werde euch... Pistris, echt? Werde euch von uralten Geheimnissen erzählen. Okay, kann ich jetzt nicht lesen. Nicht jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es kann auch sein, dass ich später vielleicht so einen Only-Gameplay-Stream mache. Ja. Ah, verdammt. Denn die wird es jetzt auch wieder geben. Aber dann nur auf Twitch. Weil ich vermisse es schon so ein bisschen auf der Couch einfach zu chillen. Ja, PS5 anschmeißen und ein bisschen lossaddeln. Einfach für mich selbst. Das heißt, ich werde euch dann nicht beleidigen können, weil ich den Chat dann nicht beachten werde. Aber ihr könnt mich beleidigen. Das geht noch alles. So, mit den zwei Kanonen werde ich fertig. Du bist scheiße. Nein, du bist scheiße. Wo ist jetzt mein Ergo? Hey, wo ist mein Ergo? Wo bin ich runtergeflogen? Uiuiui. Dima, ich laufe ja auch. Oh mein Gott. Hey, ich bin doch vorhin hier irgendwo runtergeflogen. Ich brauche mein Ergo wieder. Alter, der hatte richtig Bock auf mich. Guck mal. Jetzt kommt sein Bruder auch noch. Egal, ab zu den Kanonen. Ach, da ist es. Oh, nein! Oh, sammel doch erst dein scheiß Ergo auf, Don! Du bist so dumm. Ja, das muss ich wieder gut machen.
Auf jetzt direkt zur Kanone, scheißegal. Mach den da auch fertig. Ja, jetzt ganz schnell weg hier. Aber Delfin, so ein bisschen beleidigen gehört dazu. So ein bisschen Frust ablassen, ne? Jetzt mache ich sie alle platt. Jetzt mache ich sie platt. Ja. Ja, wie soll ich denn mit zwei auf einmal fertig werden, also? Aber Delfin, guck mal, bei dir kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du so abgehst. Du bist doch ganz lieber. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Du kannst nicht kämpfen und du bist als Jungfrau gestorben. Nein, ich bin noch nicht tot. Alter, du kannst ihn ja noch nicht mal abwehren. Vergessen. Delfin ist schuld. Delfin ist schuld. Delfin ist nur am Trollen. Ja, aber guck mal, jetzt schaffe ich das. Der andere kriegt das da jetzt nicht mit, der rechts ist. Wie gesagt, ne, TikTok, wenn ihr das Ganze in Ultrawide sehen wollt, wenn ihr also ein bisschen mehr Bild haben wollt, ein bisschen bessere Qualität, dann auf Twitch vorbeischauen. Jetzt muss ich den irgendwie triggern. Ach, der kommt schon, super. Komm, komm her. Komm. Hier. Hier mit. Oh! Oh! Oh!
Ah, verklappt. Ja. Ja, ohne deinen Bruder hast du nämlich nichts drauf. Lauch. Plus 267. Boah, perfekter Block. Jetzt ist er am Schwanz gekommen. Habe ich das wirklich gesagt jetzt? Wow. Ist nicht schlecht. So, ich mache jetzt hier sauber und dann geht's weiter. Aber ein bisschen Ergo muss ich ja wieder gut machen. Säureschleifmittel. Würfel brauche ich ja jetzt eh nicht mehr, ne? Gerade nicht. So, dann nehme ich mal einen Blitz dazu. Und Säure nehme ich auch mit. Oh. Jetzt hauen sie aber raus hier, ey. Türwächter. Boah. Ach du Scheiße. Thank you.
machst ihm ja gar keinen Schaden. Steh auf! Scheiße. Alter. Wegen dem Schockzustand bekomme ich halt meine Ausdauer auch nicht mehr hoch. Oh, mein Schwert. Hast du einen Command gemacht, Delfin? Frech. Ausdauer, Geduld. So, dann gehe ich auf Schock. Erhöht Widerstand gegen Störung, Schock, Brechen. Jo. Und Max LP. Das ist sehr nett, Delfin. Also ich versuche natürlich immer reinzuschauen oder reinzulurken. Aber kennst ja meine Zeiten, Delfin. Da bleibt halt wirklich sehr wenig Zeit. Zumal ich ja auch sehr viel Content mache. Aber eine sehr nette Geste. So, auf ein neues. Direkt auf die Beine. Oh, zweimal perfekt abgeblockt. Ah, fuck up. Ja.
Das ist auch sehr nett. Aber hättest du nicht machen müssen. Wie viele kannst du denn vergeben momentan? Das sind ja eh begrenzt, ne? Irgendwie kassiert er jetzt weniger. Steh auf. 10. Okay. Jetzt hab ich ihn. Nein, er lebt noch! Ich meine, er ist noch nicht down. Letzte Chance jetzt. Da jetzt bekommen. Ein Entriegelungsgerät, das man erhält, nachdem man einen hochstufigen Alchemisten besiegt hat. Achso, ist nur ein Schlüssel. Oha. Können wir wieder Amulett wechseln. Sprung bleibt. Wiederherstellung bleibt. Störung, Schock, Brechen bleibt. Max LP gegen Ergo. Wo war das denn? Alles hin. Ich habe ja noch ganz viele Ergo-Fragmente hier. Vielleicht kriege ich noch ein Uprank. Ja, easy. Was ist das für einer? Oha, 28.000. Scheiße. Kann ich mir sogar zwei abholen gleich. Grinden. Warte. Oh nein, jetzt kommt er noch.
Geht's hier runter noch? Ne. Sehr schön, Delphin. Gewöhn dich an die Arbeit, wenn du das echt wie als Mediathek quasi aufbauen möchtest. Oh, aufpassen. Oh oh. Ah. Wollte schon sagen. Oh, ich glaube, das reicht aber nicht. Natürlich nicht. Ich muss noch ein paar Leute vermöbeln. Ach, der Große lebt auch noch wieder. Das ist gut. Dann passt das. Oh, oh, oh. Ist zwar ein Haufen Arbeit, von kleiner und größer zu werden, aber das wird schon. Delphin, also... Nimm das nicht als Ziel Nummer 1. Mach das nicht. Nummer 1 muss immer sein, macht mir das gerade Spaß, was ich tue. Alles andere kommt von alleine. Oder auch nicht. Aber das ist dir dann scheißegal, weil es geht um just for fun. Ja, eben. Hobby, Zeitvertreib, whatever. Stina, danke schön fürs Teilen. Weil das färbt auch auf die Leute ab. So, weißt du? Mir ist es scheißegal. Mir ist es scheißegal, ob irgendwo eine 1 steht oder 10 steht oder eine 100 steht oder eine 1000 steht. Das juckt mich alles nicht. Ich streame immer gleichbleibend. Ich bin immer gleich bekloppt. Egal wie viele Leute zuschauen oder so, das ist scheißegal. Ich bleibe gleich. Apache auch. Apache und ich, wir bleiben gleich. So, Stufenaufstieg. Als ob das für mich auch... Also, das ist natürlich ein Haufen Arbeit, ne? Jetzt hier mit Born to be TV. Das ist auch ein Haufen Arbeit, klar. Aber ich mach's ja wirklich, weil ich selber Bock drauf hab. Weil es mir Spaß macht. Und ich sowieso ein sehr ordentlicher Mensch bin. Und so Mediathek passt bei YouTube eher, als alles irgendwie auf Twitch zu lassen. Du bist und bleibst eine bekloppte Don. Ja. Richtig. So, weiter im Text.
Guck mal, Delphin, ich habe das wirklich von Anfang an auch nie so gemacht hier. Hopp. Ich habe mein Kanal habe ich ja mit Racing aufgebaut, ne? Ey, was ist denn hier los jetzt? Ne, da hatte ich halt wirklich so die meiste Reichweite und so. Aber sobald ich halt merke, okay, du hast eigentlich keinen Bock drauf oder du musst dich jetzt zwingen. Du musst das jetzt spielen, weil du damit die meisten Zuschauer erreichst. Whatever. Dann mache ich Stopp. Wenn ich solche Art Gedanken im Kopf bereits habe, so, das ist schon vorbei. Mache ich nicht sowas. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Mein Controller geht nicht! Mein Controller geht nicht! Wow. Das war jetzt Schuld von meinem Controller. Also ich hab da keinen Bock auf den Grind. So tagtäglich dasselbe spielen. Ne? Ich meine, ich weiß natürlich auch, wie du am besten Zuschauer generierst oder Reichweite generierst. Du bleibst bei einem fucking Spiel, fertig. Und ziehst das auch durch, monatelang. Jeden Tag dasselbe machen und versammelst die ganze Community bei dir so. Aber no, that's not me. Das Kabelcontroller, das ist vom Spiel, Delphin. Das ist ein Bug oder so. Ach, fuck, schon wieder einfach. Hau ab da, so. Fertig. Würde ja auch am Tag streamen, aber das geht bei mir nicht. Dann ist es halt so. Bei mir geht es ja auch nicht. Also es würde schon gehen, aber... Aber abends, nachts habe ich halt meine Ruhe hier. Genau, Babylon braucht mich am Morgen, am Tag. Ne? Die Arbeit braucht mich am Tag, also Real Life braucht mich am Tag. Es ist zwar anstrengend, also von den Zeiten her, was ich gerade so abziehe hier, aber es geht nicht anders. Beziehungsweise ich möchte es nicht anders. Ich möchte es genau so. Weiter. Check nochmal hier ab. Warum habe ich den da nicht platt gemacht? Wo ist eigentlich der Penner mit dem... Ach, das war der. Machen wir auch hier sauber. Delphin, du fängst gerade erst an, so weißt du, deshalb erzähle ich dir so ein bisschen drüber. Mach wirklich nicht den Fehler so. Richte dich nicht an die Leute. Mach alles so, wie es für dich am besten passt. Es geht nur um deine Bequemlichkeit, um deinen Spaß. Du öffnest das Fenster zu deiner Privatsphäre oder zu deinem Delfinreich. Und es muss dir gut gehen, wenn du hier sitzt und zockst. Muss es dir gut gehen. Scheiß drauf, was die Leute sehen wollen. Lass dich von niemandem beeinflussen, von niemandem manipulieren. Mach immer das, worauf du Bock hast, weil
Das färbt ab. Deine gute Laune färbt ab. Ne? Und es ist auch scheißegal, ob die Leute sich am Chat beteiligen oder nicht. Weißt du was? Guck mal, auf TikTok auch. Da kommen ständig neue Leute rein, gehen ständig neue Leute raus. Muss doch nicht mal aktiv sein. Die Leute schauen einfach zu, weil sie dir gerade gerne zuschauen. Weil du die unterhältst. Punkt. Lass dir da auch nichts sagen von anderen Leuten. Mach einfach dein Ding. Genau, auch da, Delphine. Lass dir da auch nichts sagen. So, lass dir nichts sagen. Ich meine, wie schon erwähnt, ne, ich werde auch wieder ohne Gameplay-Videos machen oder Streams machen, dass es halt keine Cam gibt, kein Mikrofon gibt, wo ich einfach für mich selbst ein bisschen zocke. So, wenn ich zusehen möchte, brauche ich ja nicht zusehen. Punkt. Aber wer zusehen möchte, darf zusehen. Scheißegal. Und ich überlege manchmal, ich meine nicht mehr Person des öffentlichen Lebens. Ich bin ja Schauspieler, Filmemacher und bin sowieso präsent. Ne? Ich überlege aber manchmal, wäre ich vielleicht anders damit umgegangen, wenn ich jetzt nicht in so einem Beruf wäre, hätte ich vielleicht die Cam komplett sein gelassen und nur über meine Stimme oder mit meiner Stimme gestreamt. Je nachdem, Delphine. Wie du das Ganze handhaben möchtest. Du kennst mich ja. Ich bin ein sehr warmherziger Mensch. Temperamentvoll. Und klar, mit Cam bringst du halt mehr Persönlichkeit rein. Weißt du, was ich meine? Du bringst dein Ich mehr mit in den Stream. So. Aber wenn du das so nicht möchtest und da eine gewisse Distanz haben möchtest, dann ist das okay, dann ist das eben so. Du musst dich ja auch dabei gut fühlen und wohlfühlen, ne? Und deshalb sagt der Jürgen das wahrscheinlich. Weil Jürgen ist natürlich auch in so einem Alter. Weil Jürgen auch Persönlichkeit hat. Durch und durch Persönlichkeit. Und für ihn ist das okay. Aber was für ihn okay ist, muss für dich nicht okay sein. Das ist okay. Dass es für dich anders ist. Mit Cam kann ich nicht so, wie das jetzt hab, passt mir so. Ja, und nur darum geht's. Wenn es dir so passt, dann super, Delphine. Heißt ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Wenn du dich vielleicht wohler fühlst, da kann ja auch sein, dass du dich dann irgendwann anders entscheidest. Whatever. Aber wenn es gerade für dich so am besten passt, dann go. Veteranenamulett.
Ah, was ist das denn? Veteranen-Amulett. Erhöht Max-Legion, brauchen wir nicht. Eben, Delfin, eben. Ne? Kann ich von hier aus nicht öffnen. Ich meine, es ist ein großer Schritt. Es ist wirklich ein großer Schritt. Natürlich gibt es da Leute, die da gehemmter sind. Das ist auch völlig okay. Was glaubst du, wie ich war, bevor ich zur Schauspielschule ging, Delfin? Weißt du, wie schüchtern ich war? Ich war sehr schweigsam, ich habe sehr wenig gequatscht, ich war in mich geschlossen, so verschlossener Mensch war ich. Hatte auch meine Hemmungen. Und dann ab ins kalte Wasser und, ne, schau mich jetzt an. Da ist jeder eigen, Delfin, das ist auch völlig okay. Mach so, wie es dir passt. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen grinden. Ja, braucht nur 3000, guck mal. Warte, ist da noch einer von denen? Da ist nur einer. Naja, obwohl, doch, komm, geh mal runter. Im Schlag. Oh, da ist auch noch einer. Und nochmal, um auf Stream zurückzukommen. Also es gibt da wirklich keine Formel. Es gibt keine Formel. Der eine hat mehr Glück, der andere nicht. Aber wie gesagt, wenn du dir eintrichterst, ich mache das nur für meinen Spaß, dann scheiß drauf. Dann ist dir alles egal. Dann kann dich nichts demotivieren. So, genau darum geht's nämlich. Wenn du dir Ziele setzt, wenn du, oh, ich brauche jetzt mehr Zuschauer, ich muss jeden Tag jetzt machen. Warum habe ich gerade nur 9 Zuschauer statt 10? Oh mein Gott. Das sind so Gedanken, die ziehen dich dann richtig runter. Und das brauchst du nicht. Das solltest du nicht haben. Ey, das reicht noch nicht. Für die Bewegung vom Hai zu steuern, siehst du, Delfin, genau das meinte ich damit. Snapcam brauchst sowas nicht. Doch, natürlich brauchst du das. Du brauchst eine Cam, die Cam sieht dich ja so, aber packt was anderes quasi drauf. Und dann kannst du alles machen, was du möchtest. 1:1 wird es kopiert. Ich mach den Oschi jetzt hier nochmal platt. Oh, oder ja, mich, oder ja. Oh mein Gott. Das war dumm. Ja, hab ich auch. Delfin, hab ich auch. Thank you.
So. Braucht dich auch nicht schuppen, Belkin. Wie gesagt, mach dein Ding einfach. So, jetzt können wir uns rüberporten. Ich hole mal kurz einen Uprank hier wieder. Technik habe ich schon auf 30. Entschlossenheit gibt es jetzt nur noch immer 1. Macht eigentlich keinen Sinn mehr, dass ich da jetzt höher gehe. 2, 1. Warum so wenig, Alter? Stärke. 7, 8. Ja, Vitalität. Das wäre ein guter Moment, um kurz Pause zu machen. Muss mal kurz an die frische Luft. Und dann haben wir ja noch knapp 2 Stunden.